Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. Wir sind in Kapitel 4 angekommen, der bevorstehenden Vernichtung. Unsere Aufgabe, Moment, gucken wir mal, haben wir da schon eine? Dann wird die uns wohl gleich mitgeteilt, also verlassen wir mal und Achtung. Isaac, kommen Sie. Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber? Sie lügen doch. Augenblick mal, ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Captains. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond out. So ein Spaten. Ja, etwas aufgewühlt, das trifft's irgendwie noch gar nicht. Unsere Aufgabe, Hammond auf der Brücke treffen. Hammond wartet im Cockpit des Captains auf mich. Es ist offensichtlich, dass Kendra ihm nicht über den Weg traut. Ich habe im Augenblick leider keine andere Wahl. Wobei, wenn ich ehrlich bin, mir ist der Hammond ja etwas sympathischer. Wenn jemand das Spiel von euch kennt, wird er wissen, warum. Hier geht doch gleich wieder irgendwas ab hier, oder? Wow. Ja, das Witzige ist, ich wusste, dass es kommt und ich habe trotzdem einen Schrecken bekommen. Ganz schnell weg hier. So, Hauptatrium. Jetzt müssten wir auf der Brücke sein. Ja, das sind wir auch. Wow. Bruch in der Hülle registriert. Okay. Nicht gut, glaube ich. Isaac, Einschlag auf der Brücke, genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil. Wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Ja, für jeden, der sich wundert, AAS heißt Asteroidenabwehrsystem. Okay, komm! Wir sind jetzt an Bord gegangen. Sturm. Wiederhole, sind an Bord! Wir werden angesetzt! Was zum Teufel sind das für Kreaturen? Die haben schon fast die gesamte Deckmannschaft umgebracht! Wir brauchen hier dringend Sicherheitsverstärkung! Warum müssen nicht? Wir können sie nicht lange zurückhalten! Ja, da habt ihr vollkommen recht. Und mal wieder ist es auf meinen Ohren hier echt volle Kanne laut. So, mach mal auf hier, Isaac, bitte. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Da mal noch was. Und jetzt ab nach unten zu Hammond. So, speichern müssen wir eigentlich nicht. Cockpit des Captains. Ja, hier sind wir schon sehr richtig. So, mal gucken, was uns der gute Alte zu sagen hat. Hier müsste eigentlich Anzug Level 3. Ja, wenn das mal nicht eine gute Nachricht ist. Das machen wir aber erst gleich. Jetzt erstmal Cockpit des Captains. Hallo, Hammond. Isaac, Mann, haben Sie mich erschreckt. Ich werde hier noch zum Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hört Sie, ich weiß, dass Kendra mir nicht traut, aber ich weiß wirklich nicht. Oh, oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos, da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brückensecurity. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Ach, übrigens, Isaac, seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen, ich habe keine Ahnung, was es war, habe es auch nur kurz gesehen, aber... Es war riesig. Gewaltig. Ja, danke für den Hinweis. Bin ich mal gespannt, was er uns jetzt zu sagen hat. So. Die Aufzüge zu den anderen Unterdecks der Brücke sind offline. Die entsprechenden Steuerungen befinden sich im Sicherheitsraum. Und den hatten wir gerade schon mal kurz gesehen. So, mach mal auf hier. Scheiße! Zurück! Hallo. Ich dachte, der wäre tot, als ich die Kapsel verriegelt habe. Diese Scheißdinger sterben nicht einfach so. Er hat jetzt gerade eine Rettungskapsel mit einem lebenden Nekromorph abgeschossen. Nur nochmal, um euch das ins Gedächtnis zu führen, merkt euch das bitte mal, was das wohl bedeuten könnte. Ab nach oben.
mal gucken, ob es jetzt immer noch so friedlich hier ist. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich halte schon mal mein... Ich glaube sogar, ich gehe mal auf Nummer sicher und speichere vorher. Das kennt man ja von mir eigentlich sonst gar nicht. Aber ich weiß ja, was jetzt kommt. Und man weiß ja nie, wie es denn ausgeht. So, der Sicherheitsraum ist dort hinten. Hier, die Tür, die wir dort sehen. Da gehen wir jetzt mal rein. Hallo, Sicherheitsraum. Ach du Scheiße. Wow, bleib stehen. Bleib stehen. Die, Bitch. Alter, Alter, Alter. Ihre Waffen schaffen es nicht durch die Panzerung von dem Ding. Schießen Sie mir in den Rücken, Alex. Ja, in den Rücken. Du bist witzig. Ich hab schon ein ganzes Magazin auf dem Verballert. Es ist noch nicht tot. Jetzt müsst's tot sein. Quarantäne aufgehoben. Verdammte Scheiße. Medipack reinziehen? Alles klar. So, 5000 Credits. Und den können wir noch nicht mal zur Seite schieben. Das war ein fetter Brocken, oder? Ja, ich bin ganz froh. Und er hat hier die Tür. Ja, so kann man es natürlich auf. Ah! Mach uns wieder ganz. Scheiße, war das Geräusch jetzt laut. Ich hab voll den Schreck bekommen hier. So, Energieknoten und Aufzüge aktivieren. Ne, das lassen wir mal noch. Ich glaube, wir erholen uns erstmal von diesem Schrecken. Boah. Die Dinger heißen übrigens Brute, ne? So, jetzt gucken wir mal hier an die Werkbank. Wie viele Knoten haben wir denn eigentlich dabei? Wir dürften 3 Stück, jawohl, ja. Also dann rüsten wir doch mal unsere Rig auf. Oder? Ne, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal, wir rüsten jetzt mal den Plasma-Cutter ein bisschen auf. Wird auch Zeit. So, Kapazität und Schaden. Jetzt können wir 12 Schuss ins Magazin packen, ne? Ist schon besser als 10. Und jetzt aktivieren wir noch eben die Aufzüge. Komm her. Atrium-Aufzüge sind jetzt online. So, greifen uns jetzt nicht wieder gleich irgendwelche Viecher. Ich gehe mal ganz... Moment, ich habe eine Idee. Ich muss da noch was machen, fällt mir gerade ein. Da muss ich ganz dringend mal ein bisschen eine Runde shoppen gehen. Denn ihr wisst ja, was ich letztens gefunden habe. Ja, Anzug Level 3. 20.000 Credits, na dann, aufgepasst. Also wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich das gemacht, bevor wir uns der Brute gestellt haben. Aber wir haben es ja trotzdem einigermaßen ganz gut überlebt. Sie hat uns ja noch einmal getroffen und das war nun nicht wirklich der Rede wert. Bin mal gespannt, wie... Und wie viel fetter wir jetzt aussehen mit dem dritten Anzug. Also es sieht auf den ersten Blick jetzt nicht so unbedingt anders aus, ne? Ich glaube, der Helm ist etwas stärker geworden. Ja, okay, und am Rücken sieht man es. Am Rücken sieht man es ein bisschen, dass wir mehr von diesem komischen Zeug haben, von diesem... Ja. Jetzt frage ich mich mal, sollen wir uns mal eine neue Waffe zulegen? Was meint ihr? Na komm, wir holen uns mal eine neue Waffe. So. Ich könnte euch ja den Flammenwerfer zeigen, aber ganz ehrlich. Das ist die absolut nutzloseste Waffe in diesem Spiel, die es gibt. Wir holen uns die Strahlenkanone. Weil die Strahlenkanone hat es echt faustdick hinter den Ohren. Ich glaube, ich mache mal noch was anderes. Und zwar, jetzt wo wir den Anzug haben, gebe ich mal ein bisschen Kohle aus. Komm, wir haben wie viel Credits? 50.000, 52.000. Dann hole ich mir mal ein paar Energieknoten. 1, 2, 3, 4 und 5. So, 6 Energieknoten, damit lässt sich doch schon was anfangen. Dann würde ich nämlich sagen, rüsten wir nochmal ganz kurz ein bisschen Anzug und Waffen und so weiter auf. So, lass mich mal bitte da rein. Dankeschön. Solange wir jetzt im Moment hier in Ruhe gelassen werden von den Necromorphs, müssen wir das natürlich ausnutzen und uns ein bisschen um die, ja, ums Skillen kümmern sozusagen. Jetzt möchte ich das Impulsgewehr noch ein bisschen aufrüsten einmal. Die Strahlkanone auch gleich mit Schadenkapazität. Und jetzt stecken wir die restlichen 2 noch in die Rig. So. Wie gesagt, einen behalten wir wieder. Jetzt müssten wir das theoretisch mal abspeichern, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir dazu noch bald die Gelegenheit bekommen. Dann ab in den Aufzug. Oh, da liegt was. Was liegt denn da? Ein Videolog sogar. Das ist Meuterei.
Ich bezichtige Sie alle der Meuterei. Kein sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence, bitte! Es tut mir leid, Ben, aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Au! Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. Ja. Der Captain wurde nämlich eindeutig gewalttätig. Das heißt, es war absolute Notwehr. Das konnten wir bezeugen, nicht wahr? Jetzt wissen wir also, wie der Captain gestorben ist. Ein, ja, ich sag mal, Schraubenzieher ins Auge, ne? Ob das so gut tut, ich weiß nicht. Ich glaube, hier kommt uns gleich irgendwas hier kommt uns gleich irgendetwas entgegen. Macht euch mal drauf gefasst. Ja komm, hier kommt doch irgendwas. Ich weiß es doch. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Verzerrungen? Was willst du von mir? Wo geht's jetzt hier rein? Lager. Komm, in das Lager gehen wir mal noch eben. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Okay, der Plasma-Cutter hat schon um einiges an Stärke erlangt, glaube ich. Stasi aufladen ist vielleicht auch keine schlechte Idee. So, jetzt können wir auch diese Munition mitnehmen. Das ist nämlich die Strahlenmunition für unsere neue Strahlenkanone. Auch sehr, sehr nützliche Waffe. Gerade dann, wenn man mehreren Gegnern gegenübersteht, kann man die sehr gut gebrauchen. So, Schiffssysteme. Ah ja, ich erinnere mich. Oh komm, das machen wir mal noch eben. Da ist irgendwer, Hallöchen. Na du. Und die Sache ist die, wir müssen vor diesen komischen Gebläsen extrem aufpassen hier, vor diesen da. Die schleudern uns nämlich nach oben und dann werden wir an der Decke zermatscht. Und das möchte ich ganz ehrlich nicht zeigen. Ja, da haben wir es ja schon. Dieses Viech ist direkt tot. Warten wir mal auf den da, vielleicht kommt der da auch noch durch. Na komm. Nee, der ist schlau. Wie schlau der ist! Alter! Alter, Alter, Alter. Du bist gar nicht so schlecht, ne? Mach dir einen auf langsam und dann urplötzlich sprintet er los. Na komm, ich will den Körper haben. Da rein mit dir. Ey, du sollst in den komischen Stuhl. Na komm, jetzt aber. Ja, ihr seht, das splattert richtig gut. Deswegen müssen wir uns hier ganz schön an der Rand aufhalten. Nein, ich möchte, dass er das Item, das du dabei hattest. Dankeschön. So, hier genauso, ganz schön am Rand. Obwohl, ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Nee, nee, das wäre zu gefährlich. Wir gehen mal hier im Zickzack durch. Ja, so hat's gepasst. Bei den Dingern muss man echt aufpassen, weil... hallo? Es kann auch schon mal sein, dass einen so ein Ding erwischt, obwohl man es gar nicht berührt hat, ne? Da muss man echt aufpassen. So, der kommt jetzt gleich hier dran vorbei. Wow, gleich zwei, das muss nicht sein, das muss nicht sein. Na, komm her. So, wo war der hier jetzt noch kommt? Da ist er. Na komm her. Und tschüss. Perfekt, gib mir deine Munition. Dankeschön. Sollen wir mal mit der Strahlenkanone etwas arbeiten? Ja komm, wir machen das mal. 6 Schuss passen in uns Magazin. Das ist also echt nicht viel. 1000 Credits. So, und gleich dürfte es weitergehen. Ich weiß jetzt schon, was kommt. Ihr nicht. Mal gucken, ob ihr überrascht seid. Ich weiß, was kommt. Da. Habt ihr es gesehen? Da ist es, da ist es, da ist es. Und es kommt. Und es kommt. Haut drauf. Ja.
er tot sein. Also die Strahlkanone hat echt schon, faustdick in den Ohren. Die ist um einiges stärker als die an meiner anderen Waffen. Und er lässt einen Energieknoten fallen. Das nenne ich mal fett. Aber hier bin ich das erste Mal richtig in Panik geraten, als ich den nochmal gesehen habe. Dann gleich direkt den zweiten davon, wisst ihr? Wir haben das erste Mal fertig gemacht. Da war so eine Art kleiner Zwischenboss. Und dann kommt direkt ein zweiter. Hier brauchen wir auch Stars, damit uns dieses Ding nicht erwischt. Und jetzt ganz schnell hier hinrennen, aktivieren und wieder zurückrennen. Schiffssysteme auf Verteilerkasten umgeleitet. Ich mache Fortschritte mit dem Pyrogaster. Eine der Kanonen bereitet mir Kopfzerbrechen. So, weiter. Nun, das wäre jetzt so eine Art kleine Nebenaufgabe gewesen. Hier rüsten wir erstmal unsere Stase wieder aus. Komm her, danke schön. So, jetzt den ganz gefährlichen Weg wieder zurück. Wobei, jetzt, das müsste ja nicht zu schaffen sein. Also, wenn man sich nicht doof anstellt, dann kommt man hier eigentlich relativ gut durch. Man muss halt, wie gesagt, nicht hetzen. Schön langsam und dann kommt man hier einigermaßen flott durch. Perfekt. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal spuren. Oder kommt jetzt die Szene, die ich kenne? Ich glaube, die kommt jetzt. Nee, auch nicht. Es gibt eine Szene, wo man um die Ecke läuft und da kommt ein ziemlich fieses Viech einem entgegen. Darauf warte ich die ganze Zeit irgendwie, aber irgendwie ist es noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. So, gib mir das Medipack und wir gehen mal eine Runde speichern. Und ich denke, ihr wisst, was das bedeutet, wenn ich jetzt speichern gehe und der Part schon so fortgeschritten ist. Ja, ihr denkt richtig, das ist nämlich das Ende dieses Parts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde mich jetzt zurückziehen, da ich, wie gesagt, erkältet bin. Und zu lange am Stück aufzunehmen tut dann meinem Hals gar nicht gut. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich hoffe, ich klinge nicht allzu verschnupft. Wir sehen uns im nächsten Part von Dead Space wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit und tüdelü.